Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avatar. Sie sind da. Da sind sie. Von Tears of Pandora, würde ich sagen. Wir sind ziemlich genau da, wo wir letztes Mal auch waren. Das ist ganz gut. Ist das laut. Warte mal, ich hab den Tag was Interessantes gelesen. Will ich mal kurz testen, ob das geht. Oh, das geht sogar wirklich. Interessant. Es gibt nämlich hier diese kleine Taste, wo man eigentlich das Mikro stumm schalten kann an der PlayStation. Wenn wir es mal so im Chat sind, wo man zuckt. Wenn man die gedrückt hält, dann geht der Game-Sound weg. Ne? Wenn du so ein paar Sekunden gedrückt hältst, ist alles weg. Das ist cool. Also, ein nützlicher Tipp für... Du schon wieder. Du hast mich letztes Mal genervt. Lass das. Schieß dich in den Hals, du. Da wäre es sogar sinnvoll. Aber du verblutest. Nochmal nachtreten ist bestialisch, also. Frick. Danke für die Gaben. Was haben wir dazu Gaben? Kriege ich das jetzt nochmal angezeigt? Hallo? Wo ist denn das jetzt so? Da. Das könnte sogar gut sein. Wir gucken mal. Na, da müssen wir hier wieder was loswerden, ne? Essen, essen, essen. Das da essen wir. Und hiervon. Ah, da haben wir aber auch schon. Ausgezeichnete Sachen haben wir schon sehr viele. Brauche ich jetzt nicht so viel mehr. Das hier könnten wir mal loswerden. Ich wollte nämlich gerne noch eine Pflanze mitnehmen da hinten. Nicht für den, das haben wir. Aber hier war noch eine Pflanze, die ich jetzt gerne hätte. So. Ich ja nicht weiß, ob wir oder was basteln können. Wir werden bestimmt nämlich bald mal ein bisschen was basteln dürfen. Aber die ist nur gut. Kann ich da, wenn ich die jetzt wieder wegmache, mir die hier aussuchen? Kriege ich da eine bessere? Tadellos, trocken. Nein, ist auch nur gut. Na gut. Jetzt muss ich aber ganz kurz, wir müssen nochmal da hochgucken. Weil ich nicht weiß, ob das gespeichert hat. Eine Feuer- Nein, hat es nicht. Gut. Die Sessua haben einige Quatschtaste. Ihrer Zelte verbrannt. Das ist interessant, das klappt wirklich sehr gut. Entschuldigung, aber es war ja letztes Mal schon das Gespräch. Okay. Wir müssen die Jungs da auseinandernehmen. Der wirkt ziemlich böse da hinten. Stufe 10 ist der sogar. Und der? Alle Stufe 10. Jetzt werden wir herausfinden, ob wir gut ausgerüstet sind, ne? Was bist du? Schlüsselpflanze, Regenwasser sammelt. Ja, schön für dich. Da müssen wir hin. Und irgendwo ist hier noch eine Heilpflanze, Heilkapsel, keine Ahnung. Heimlich wird, glaube ich, sehr schwer werden. So, wir fangen mit denen an. Hoffen auf den Pfeil, dass das gut klappt und dann später auf die. Okay. Das wird nicht so gut ausgehen. Wow. Dieser Speer funktioniert nicht so, wie ich das erhofft habe. Hallo? Wo hänge ich denn hier? Hui.
Nee, dieser Speer ist für ein Popo. Meine jetzt auch. So. Der eine ist weg. Ich kann lieber mit Feuer und Bogen. Was denn? Junge, so einer wieder. Ach, ich wollte gerade. Verdammt. Zuck. Nochmal. Normal. Aber jetzt nicht wieder mit diesem blöden Bogen da. So, einmal dich. Sie sind da. Dich. Falsche Taste. Damit die normalen Fallen halt. Was bist du? Achso. Auf ein neues. Okay, durch die Pflanzen durchschießen ist schon cool. Dass der Typ hier gleich so ankommen muss. Fuck. Keine Heilung mehr. Heilung bleibt ja alle. Das ist ja doof. Okay, der Flammentyp liegt gleich auf uns drauf an. Der wird uns gleich. Sie sind da. So, schwerer Bogen. Macht ja doch mehr Schaden. Da sind Heildinger, die brauche ich erstmal. Und dann müssen wir erst den Flammenwerfer loswerden. Ja, wir sind nicht das richtige Level. Das sieht man daran so ein bisschen. Ich hab... Wo hatte ich das denn? Das Ding ja noch. Ausrüsten. Dahin. Können uns mal so ein bisschen Hilfe machen, würde ich sagen. Vielleicht hilft uns das ja. Hoffen, dass ich selber drauf treten kann. So, wer von euch ist der Flammenwerfer? Der da. Kann ich noch welche? Nein, kann ich nicht. Verstanden. Sturmangreifer. Exo. Nahkampfwerfer, Flammenwerfer. Der muss weg. Der stört. Extrem. Schön. Schwachstellen halt, ne? Finde ich noch heraus. Ihr habt aber einen Wumms dahinter.
Sehr schön. So. Alter Finner. Seid ihr eklig? Die normale Munition wechseln. Das ist schon... Darf ich dich wieder einsammeln? Oh, darf ich sogar. Schön, nicht verschwendet. Okay, also wir müssen uns, wenn auf Kämpfe etwas vorbereiten. Das Zeug ist gut, das brauchen wir. Ich verschwende mal ein bisschen von diesen Teilen. Ist egal. So. Müssen wir was essen? Sollten wir mal langsam. Machen wir mal hier. So, das lief jetzt. Jetzt lief es ganz gut. Ach ja, ich muss mir mal angewöhnen, dass ich erst die Leute abgrasen gehe und dann versuche neu herzustellen. Aber die haben ja jetzt auch meine Pfeile noch intus. Die ich hätte jetzt ja wiederkriegen können. Schade. So, was hatte ich jetzt gerade gesehen? Ah, das ist bloß Deko, wa? Hast du mich gerade irgendwie cool angesehen, aber es ist, glaube ich, hier diese Deko gewesen. Gut. Also ich glaube, wir müssen dringend leveln. Ich glaube, das Heil hilft uns nicht, wenn wir nicht leveln. So. Jetzt würde ich mir gerne die Pflanze hier mal angucken. Was heißt das? Die kann Wasser oder hat Wasser... Pfeil kriege ich wieder, das ist so schön. Pfeile wieder kriegen ist gut. Okay. Ja, wie kriege ich dich? Muss ich da ganz hoch? Weiß ich nicht. Na gut, wir machen weiter. Ich guck mal, wo wir jetzt hin müssen. Okay, ich muss mitnehmen, du. Wir müssen jetzt bestimmt dahin, also müssen wir da hoch. Ja, da drüben glaube ich nicht. Ich finde es gerade ein bisschen seltsam, dass wir wieder hier auf Null sind mit allem. Sind die jetzt alle wieder verstellt und ich müsste jetzt eigentlich zurück? Ich hoffe jetzt nicht. Ah, die richtige Taste. Ich habe noch ganz kurz überlegt. Boah, ich bin mir gerade unsicher. Ich würde lieber einmal ganz kurz zurücklaufen. Na, unser Mistzeug auch noch drin. Zumindest zu der letzten noch einmal ganz kurz zurück. Die war ja, glaube ich, gar nicht so weit weg. Nicht, dass das jetzt hier durch das, durch die kurze Aufnahme gestern nicht richtig gespeichert hat. Weil ich jetzt gar nicht weiß, von wo wir kamen. Eigentlich von hier irgendwo. Die war da. Und wir kamen von da oben. Da oben ist sie. Komm ich da hoch? Bitte, bitte, bitte. Mist. Komm schon. Lass mich da in irgendeiner Form hochbaggern. Ah, shit. Hier drüber. Na komm. Dankeschön. Ich beiß mich in den Arsch, wenn die alle wieder verstimmt sind. Nee, nee. Klingt jetzt besser. Oh Gott. Das ist aber nicht schön.
Das ist doch ein Fehler denn, oder? Klasse. Ich weiß nicht mal, wie ich zu der ersten da zwei hinkommen soll. Jetzt stresst mich dann, wenn ich hier Pflanzen und Viecher. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie. Von da oben kam und dann sind wir irgendwo da in die Höhle und dann kamen wir. Oh Gott. Das hat es nicht gespeichert. Das ist aber patchbedürftig. Weil man kann sich nicht nur das merken, wo wir zuletzt waren, sondern eigentlich möchte ich auch, wenn denn sowas ist, den Questfortschritt haben und nicht. Oh, warte. Ja, jetzt wird's die hier irgendwo hoch. Jetzt, wo es mal hier kurz schnell gehen soll. Ich beeile mich mal, wir waren letztens mal nämlich hier überall. Naja, nimm das mal noch mit. Die Sessua sehen einsam und kalt aus. Die Sakru sorgten für Schutz, Wärme und Zufriedenheit. Zufrieden bin ich gerade nicht so mit. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt ein bisschen was nachzuholen, was nicht hätte sein müssen. So, komm. Gib mir den Punkt. Sie funktioniert. So. Ich meine, es ist vorteilhaft, wir sind hier in dem Gebiet. Es scheint jetzt nicht so lange mehr gedauert zu haben. Naja. Von da kamen wir, glaube ich, ne? So. Haben wir das noch schnell nachgeholt? Okay, also merke, schließe die Quest soweit erstmal ab. Fürs nächste Mal. Hätte jetzt nämlich nicht gedacht. Ja, das hat jetzt die zwei, die wir gemacht haben, bisher gespeichert und dann ist gut. Na gut. Ich würde sagen, gibt Schlimmeres. Aber eigentlich in einem Let's Play nicht wirklich. So. Oh, sieht da unten so geil aus. Wir müssen darüber. Wir kommen bestimmt nicht einfach so darüber, sondern wir müssen darüber oder dahin? Das sieht irgendwie hier richtig aus. Wow. Hört auf damit. Giftspuren. Neue Malerei. Sessua und Sakru reisen gemeinsam, ohne große Last. Das Stirnband besser, warte. Ja. Stufe 9 sind wir denn. Beutel, Essen und Plunder. Ich glaube, dreimal brauchen wir es auch nicht. So. Jetzt haben wir das, Aber das war jetzt bloß Gesundheitsbeutel. Wie kriege ich dich da eigentlich? Hm.
Scheinbar gar nicht. Was für ein Weg. Uah. Uah. Uah, nicht zu weit. So, da sind wir. Wundervoll. Auf seltsame Art. Sie lauschten den Flöten in der Klippenhöhle. Schön, das Kratzen war mein Schmuck gerade. So, sie lauschten. Der Weg ist mit Ikran-Wandbildern markiert. Ich gehe mal davon aus, einfach weitergehen hier. So, das da so? Oder ist so ein Heilbäumchen? Das ist gut. Frage. Wenn ich da jetzt hinmache, komme ich nicht mehr zurück. Muss ich den ganzen Mist wie weit nochmal machen? Das sind noch keine Sprungdinger, ne? Von sich wegschleudert. Ja. Super. Meins? Jetzt muss ich da wieder hochkommen. Sind wir da, wo ich wollte? Glaub schon. Wir gehen einfach mal weiter. Mal gucken. Da ist ein Ikran-Bild. Wir sind richtig. Warte. Ist das hier unten? Ja, die brauchen wir nämlich auch noch. Ich muss ja bestimmt bald neue Pferde machen. Sorry, muss sein. Wir sind hier mit Level 9, Level 10 Mission, dann muss das sein. Muss ich alles mitnehmen, was geht. Das ist nur das runter. Das sieht schon geil aus. Jetzt hier einfach so ein kleines Höschen haben. Naja, ich würde wahrscheinlich verhungern. Das wäre mein Problem, ich würde verhungern. Oha. Die Musikerhöhle. Wenn ich mich konzentriere, müsste ich das Lied hier hören können. Ich möchte dieses Konzentrieren eigentlich nicht machen. Kurze Frage, kann mich das genauso ausstellen? Es war nämlich letztes Mal zwar schön, aber schwierig. Hier, Erinnerungsmalerei. Wie kann ich das denn rhythmisch oder automatisch? Was ist denn rhythmisch? Wieder einer muss uns mal eine Reihe Aktivitäten aus, um sie schwieriger zu machen. Alle Gestiken deines Charakters nach, in denen verschiedene Eingabeaufgaben befolgst, rhythmisch drücke über geforderte Eingabe zum richtigen Zeitpunkt, lehne dich zurück und sieh den Charakter automatisch zu. Wir machen mal auf rhythmisch. Letztes Mal, das war so, So, hallo? Die Frage, was wird rhythmisch verlangt? Ja. Etwas einfacher für mich, muss ich schon sagen. Wobei ich auch nicht weiß, was rhythmisch ist. Ich höre keine Musik oder irgendwas. Einatmen.
und ausatmen. Genießt es. Ich werde das nächste Mal, glaube ich, das ausschalten. Wer das haben möchte, kann ja gern selber das Spiel sich holen und dann so spielen, wie er möchte. Für mich ist diese Eingabe einfach nur so, ja, die analog war es jetzt ein bisschen voller, na klar. Aber das ist so, ja, es ist Gott sei Dank nicht schwer. Aber es lenkt halt von diesen entspannenden Sachen schon etwas ab. Wow. Schnell, was seht ihr? Hase, Brille. Ach, hat doch schon was Beruhigendes. Fand so einen geilen Ort hier. Schon nice. Der Wind. Er singt. Er schreit ja auf. Das stimmt nicht. Ganz kurz, bevor irgendwas zu Quatsch anfängt, ich will das aushaben. Oh, ich hab gesehen. Es hat gerade nicht mehr gepoltert. Jetzt musste ich ganz kurz gucken, was das ist. Ich muss noch einen Reißzwecker aufheben. Ganz wichtig. So. Nein, das muss Minang sein. Ich gehe. Welches Tier verfolgen Sie? Ich weiß nicht. Schicke dir die Koordinaten. Das klingt nicht so gut. Die Schlacht ruft. Na gut. Immer noch Stufe 10. Aber wenn wir jetzt wirklich gegen die antreten müssen, müssen wir auf jeden Fall mal gucken, was wir hier noch Schönes haben. Widerstand gegen Feuer, Gift. Ja, das ist eigentlich jetzt, da ich ja weiß, dass die viel Feuer und so Mist jetzt haben, das ist natürlich auch ganz nett. Ich markiere mal meine Feinde doch nicht. 2, 3, bräuchte noch 5. Ich mach mal das. Die nehmen sehr viel Feuer zur Zeit. Und dann heben wir uns den einen Punkt noch auf. Level 10. Level 10 haben wir so ein bisschen. Wir müssen gucken. Wir machen mal einfach instinktiv hier weiter und dann sehen wir, wo wir landen. Wobei ich sehe gerade. Wir müssen hier eine kleine Aufnahmepause machen. Also machen wir in der nächsten Folge hier instinktiv weiter. Und dann danke ich euch fürs Dabeisein, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen mit zurücklaufen war. Deswegen habe ich sie ein bisschen länger gemacht. Hoffe ich. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.